Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wie ihr schon sehen könnt, modernisiere ich endlich meine Züge. Es gibt neue Busse und neue Trams. Allerdings warten hier immer noch sehr viele Leute an der Haltestelle. Aber es gibt auf jeden Fall endlich mal neue Fahrzeuge. Bleibt dabei, wenn ihr euch meine kleine Modernisierungsaktion hier ansehen wollt. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Nachdem ich mich in den letzten Folgen ja mehr oder weniger ausschließlich um die Streckennetzerweiterung gekümmert habe, möchte ich mir jetzt mal anschauen, wie es denn mit den Transportkapazitäten aussieht und vor allen Dingen, ich muss modernisieren, ohne Ende modernisieren. Ich werde das so machen, dass ich jetzt natürlich nicht 5 Folgen Modernisierungsarbeiten mache. Ich mache in der Folge, modernisiere ich meine Fahrzeuge und Linien entsprechend und mache dann den Rest fertig, allerdings ohne euch, denn wie gesagt, sonst schauen wir uns jetzt hier 5 Folgen lang Modernisierung und Umbauarbeiten an. Fangen wir einfach mal hier an. Ihr seht schon, dass mir relativ viele Passagiere überall warten haben. Liegt halt schlichtweg daran, dass die beiden Linien hier in so einem Kreis fahren. Ändere ich jetzt entsprechend um. Und zwar platzieren wir dafür größere Haltestellen. Und ändern die Linien entsprechend. Wenn ich es hier baue, muss ich zumindest die hinteren Gebäude nicht mit abreißen. Und dann, wie gesagt, brauchen wir hier noch eine neue Haltestelle. Man sieht doch sehr schön, wie die Städte dann nur doch langsam wachsen. Mit jeder weiteren Stadt, die ich anschließe, wird ja die Prozentbewertung besser. Und entsprechend größer werden die Städte halt. Ne? So, Haltestellen sind neu platziert. Jetzt können wir natürlich wieder auf Play machen. Jetzt möchte ich die Linien so ändern, dass wir uns das Miyazaki 1 nehmen. Ihr seht das sehr schön, ne? Das ist ein schöner großer Kreisverkehr. Und das ändern wir jetzt entsprechend ab. Moment, müssen wir hierher. Na, da hat man es doch damals. Die Haltestellen nehmen wir raus. Und ich ändere das so, dass wir das quasi so anbinden und Miyazaki 2 machen wir dann halt die linke Seite davon. So. Können jetzt die Fahrzeuge natürlich einfach fahren lassen, müssen wir natürlich noch modernisieren, ist klar. Machen wir auch gleich. Ja, da brauchen wir dann wieder den nächsten Bildschirm, ne? Jetzt müsste ich es nur noch wieder finden. Da haben wir es. So, dann nehmen wir beide Linien und ersetzen das. Ihr seht das ja schön. Wir haben hier noch Pferdefuhrwerke. Ja, Troika. Die gibt es gar nicht mehr. Ja, also, das Ding war noch schlechter als dieses Droschki. Und das ersetzen wir jetzt dann halt zum ersten Mal ja, durch richtige Busse. Ne? So, damit sind wir mit Miyazaki fertig. Jetzt haben wir hier in Kagoshima mehr oder weniger dasselbe Problem. Hier sieht man auch schon sehr schön, die Stadt ist deutlich gewachsen und entsprechend müssen wir hier die Haltestellen auch wirklich, ja ich sag mal, wirklich neu bauen, neu platzieren. Nehmen wir einfach alle weg. Ich möchte das hier so ändern, dass ich hier jetzt auch eine große Haltestelle mache. Passen wir das an die Hauptstraße an? Ja, machen wir so. So, nicht ganz so nah an die Straßen ran. Wir brauchen ja eventuell noch den Platz, ne? Und dann verbreitern wir gleich noch die Straße. Bau nicht möglich. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, wa? Eieiei. So. Gebäude nochmal platzieren. Na gut. War eh nicht gerade. Passt ja, ne? So. Naja, dann machen wir es halt hier mitten rein. So. Dann kann da vielleicht noch ein Gebäude entstehen. Jetzt können wir natürlich dahergehen und die Straße da wieder schmäler machen, aber es ist auch hier. So, dann brauchen wir noch weitere neue Haltestellen. Hier werde ich das jetzt so machen, dass wir halt einfach hier was platzieren.
hier was platzieren. Dann gehen wir hierher. Und dann machen wir noch eine Haltestelle hier so in die Mitte rein. Ja, okay. So, dann nehmen wir uns die beiden Kagoshima-Linien. Ich klicke immer da rein. Moment, kann man nicht auch, wenn man hier reingeht, die Linie verwalten? Klar, naja. Wäre auch blöd, wenn jetzt nicht hin würde, ne? So. Und hier stellen wir das jetzt um. So. Jetzt könnte man natürlich sogar noch hier irgendwie was machen, ne? Aber ich denke mal, das machen wir dann so nach der. Ja, nach der nächsten Wachstumsphase. Jetzt habe ich hier eine Haltestelle verpasst, ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Und dann wieder zurück. Ach so, nee, ich bin nur mit der Farben durcheinander gekommen. Alles klar. Alles klar. Das passiert im Alter. So, und jetzt machen wir dasselbe hier, nur wieder andersrum. Und dann vergeben wir gleich noch eine neue Linie. Und zwar zwischen den beiden Haltestellen. Modernisieren jetzt die Straßen. Denn wir haben hier jetzt nur veraltete Tramgleise ohne Oberleitung. Das müssen wir also noch verbessern. Okay. Und das müssen wir natürlich bis hierher zu der Haltestelle machen. Okay, sehr schön. Jetzt die Fahrzeuge entsprechend hier zwei neue her. Jetzt haben wir hier natürlich gerade einen Stau, ne? Oh, ihr sollt ja nicht rumrennen, ihr sollt hier in die Haltestellen reinlaufen. Das ist mit euch nicht richtig. So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal für die kleine Strecke. Genau, das ist jetzt Linie 7. Die können wir dann gleich umbenennen. Kagoshima war es ja. Ach, diese Namen hier, ehrlich jetzt. So, okay. Jetzt haben wir doch die Straßenbahn hier. Das sind ja auch noch unheimlich alte Fahrzeuge. Gut, die haben jetzt auch keine Passagiere. Die müssen wir jetzt natürlich auch noch neu machen. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Kagoshima Miyazaki 1, das sind 2, okay. Da haben wir sie. So, das sind insgesamt 16 Fahrzeuge. Die modernisieren wir einfach mal komplett. Auch auf Moskau F. So, und schon haben wir im Prinzip den kompletten hinteren Bereich hier. Die, ich sag mal, die Haltestellen optimiert. Und die Fahrzeuge modernisiert. Dauert natürlich alles seine Zeit, ist klar, ne? Und ich denke mal, das sollte jetzt entsprechend besser laufen. Ja, die Städte wachsen dadurch halt nochmal, ne? So, schauen wir mal weiter. Hier Kumamoto. Hier sehen wir auch schon, dass der Bahnhof total überlastet ist. Und wir haben auch hier wieder. Jetzt sieht natürlich auch kurios aus, dass nur auf dieser einen Haltestelle so viele Leute warten, ne? Und dann auch nur in eine Richtung. Prinzipiell gefällt mir das ganz gut, wo die Haltestellen hier sind. Da werde ich einfach hier jeweils eine dazu machen. Aber ich sag, dass hier so viele warten? Naja, okay. So, dann gehen wir mit beiden Linien daher und ändern das auch entsprechend um. Und schicken das wieder hier schön im Kreis ringsrum. Und so haben wir dann ja mehr oder weniger wieder die komplette Stadt mit drin. Ich finde, das sieht übrigens total cool aus. Das ist halt wirklich. Jetzt weiß ich nicht, warum ich angefangen habe. Ah ja, alles klar, weiß ich. Dass die komplette Insel halt einfach eine Stadt ist, ne? Finde ich, sieht total cool aus. Hat irgendwie so ein bisschen seinen Reiz, ne?
So, dann haben wir das soweit vergeben. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt auch hier die Busse. So, da haben wir 4 Stück. Könnte vielleicht sogar ein bisschen wenig sein. Modernisieren wir die erstmal. Also insgesamt 4 Stück pro Linie, 2 Busse. Gut, ich meine, jetzt haben wir natürlich die Geschwindigkeit erhöht und die Transportkapazität erhöht, ne? Plus 200%, 300, Ziel 307. Die haben 200 Einwohner und Ziel ist 307. Es gibt ja halt keinen Bauplatz, ne? Kein Bauplatz in der Stadt. So, Kumamoto, hier haben wir auch ein bisschen mehr zu tun. Hier seht ihr das schon ganz klar, ne? Das ist ja quasi die halbe Stadt ist nach hier hinten gewachsen. Und ihr seht auch, hier müssen wir straßenmäßig was machen. Und zwar müssen wir hier wieder ein bisschen was in Besitz nehmen. Ich meine, jetzt ist es ja geldmäßig kein Problem. Aber von Anfang an geht das halt... Wieso steht denn da eine Ampel? Da steht nicht wirklich... Da steht wirklich eine Ampel. Da stehen überall Ampeln. Das soll eine Autobahn sein. Ach, Spiel. Ampeln, wie könnte man die Ampeln jetzt... Verkehrsampeln, Spieleeigentum. Also ich kann das anklicken und dann sind die Ampeln weg, aber ich will es ja in... Okay. Ja, dann müssen wir das jetzt erstmal so lassen. Auf jeden Fall sollen da keine Ampeln sein. Also das geht dem... Also, das ist eine Autobahn, Mensch. So, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall deutlich mehr zu tun. Sprich... Ich werde das so machen, dass man... Ja, ich würde das so tendieren, dass wir hier nochmal eine Tram-Haltestelle machen. Und dann einmal eine Buslinie hier lang. Und einmal eine Buslinie mehr oder weniger so lang. So, okay, neue Haltestelle. So, wenn wir das hier haben, dann werde ich mir die Zugverbindung anschauen. Denn wie gesagt, auch da gibt es einiges, was wir modernisieren können. Oder sollten, ne? Nicht nur können, sondern auch sollten. Dann nehme ich die Haltestelle. Ja, die können wir eigentlich da lassen. So lang. Dann nehme ich die weg. Die Haltestelle lassen wir da. Und dann würde ich einfach sagen, dass ich hier eine mache. Und hier nochmal eine platzieren, ja. So, und hier machen wir jetzt dasselbe. Also hier müssen wir auf jeden Fall, ja, deutlich erweitern, ne? Dann nehmen wir hier einmal eine her. Und machen da nochmal eine hin. So haben wir jetzt mehr oder weniger wieder den kompletten, ja, die komplette Stadt mehr oder weniger wieder im Bereich drin. Jetzt die Linien. So, das wird jetzt wieder interessant. So, hier machen wir es jetzt auch so, dass wir das ist quasi hin und zurück schicken. Sprich, wir fangen wieder hier an. Und schicken dann die Fahrzeuge wieder denselben Weg zurück. Dasselbe machen wir bei der Strecke. Und denselben Weg wieder zurück. Das hier sind so Sachen. Da weiß ich nicht, was mit der Spiel. Habe ich da was? Habe ich da die Strecke falsch vergeben? Moment, machen wir nochmal. Weil das kann ja normal nicht sein, ne? So.
Und jetzt denselben Weg wieder zurück. Ja, das Spiel sagt halt, dass das kürzer ist als das. Puh. Na gut, sagen wir nichts dazu, ne? So, okay. Jetzt haben wir die Buslinien entsprechend geändert. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Tramlinie. Da könnten wir jetzt natürlich dahergehen und könnten zwei Tramlinien machen. Das wäre wahrscheinlich das Vernünftigere von beiden. Aber ich werde es mal mit... die ist erst 9 Jahre alt, ja? Aber ich werde es mal bei der einen Linie belassen. Und wir schauen uns halt an, wie das funktioniert. So, jetzt natürlich auch hier wieder Straßenmodernisierung, ne? Wir haben keine elektrischen Gleise für die Tram. So, ich mache den Abschnitt hier auch mal. Also wundere ich mich in 5 Folgen wieder, ja, warum fährt denn die Tram da nicht los? Was ist denn das schon wieder für eine Fehlermeldung? So, okay. Jetzt fährt da noch eine alte Tram. Okay, gut, passt. Dann können wir jetzt die Fahrzeugmodernisierung machen. Habe ich jetzt hier noch die... Okay, das sind noch die Pferdefuhrwerke. Kumamoto. Okay, wie habe ich das benannt? Ich sehe das hier drin nicht. Ah ja. So, dann können wir auch die. Es sind auch noch. Es sind alles noch Pferdefuhrwerke. So. Und dann die Tramlinie, auch die müssen wir ja modernisieren, ne? Dass die markiert bleiben. Und dann nimmt er die auch mit hier rüber, ne? Super. So. Okay, dann haben wir auch hier das jetzt soweit modernisiert. Die Busse und Fahrzeuge im Allgemeinen verteilen sich jetzt super schön hier. Und dann hoffen wir mal, dass es läuft, ne? Also hier die Haltestelle. Super. Alle anderen sind quasi leer, nur die da nicht. Also ich finde das Shimabara hier, das sieht so genial aus. Das gefällt mir echt, ne? So, dann jetzt Züge. Wir haben hier... das ist zweigleisig. 79 km/h Lok, ne, da haben wir eh schon eine schnellere. Dann können wir jetzt dahergehen und können das hier noch verbessern. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waggons hier jeweils. Und in die eine Richtung ist nicht voll, 145 Passagiere. Okay, ganz so voll ist das nicht. Ich werde bei 5 Waggons bleiben, allerdings werden jetzt ja die Waggons... haben die dann eine deutlich größere Kapazität. Und haben einen kleinen Stau fabriziert hier, ne? Ja, es wäre generell besser, wenn die, die Straße hier vielleicht drüber weggehen würde, über das Gleis. Und vielleicht baue ich das später mal noch um. Okay, schauen wir uns das mal an. Wir ersetzen die ganze Sache. Und zwar... erstmal auf die Loks. So, das ist die, die gerade dazugekommen ist. Die hat 70 km/h. Und dann haben wir hier die russische Klasse S, die hat 115. Wir bräuchten optimalerweise 100 km/h, haben wir aber nicht. Nehmen wir also die Klasse S hier. Und bei Passagierwaggons haben wir hier Suburban. Das sieht schon so nach was Japanischem aus. Zur Ausstattung gehört eine Toilette. Ja, aber wir wissen nicht, wo es herkommt. Also... Putilov ist auf jeden Fall russisch und Suburban, das sieht auf jeden Fall japanisch aus. Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? So, dann nehmen wir davon jedenfalls, oh, wenn wir davon 5 Stück nehmen, haben wir immerhin schon eine Kapazität von 95, ne? Ja, ersetzen wir die halt einfach mal. Ihr seht schon, dann ist, bin ich geldmäßig auch mehr oder weniger schon am Ende, ne? Oh, das Ende der Fahnenstange ist erreicht.
So, schauen wir es uns mal an. Ja, schaut aber cool aus, ne? Schaut cool aus. Also ich finde, dass der Dampf hier, der Qualm, der schaut richtig cool aus, ne? Moment, ich... Na? Also gerade so, wenn es so auf einen zukommt... Ja, okay, da kommen dann so kleine Fraktale, die sichtbar sind, ne? So, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Kapazität deutlich erhöht. Haben im Prinzip, ja, ich sag mal, den Bereich komplett modernisiert. Das ist super. Dann würde ich sagen, können wir hier dasselbe auch noch machen. Und dann schaue ich mir Oita nochmal an. Und vor allen Dingen schauen wir uns dann unsere Verbindungen hier, unsere Fährverbindungen nochmal an. So, ändern wir hier streckenmäßig was? Also wenn, dann würde ich nur hier in Fukuoka was ändern. Aber das ist meiner Meinung nach auch noch nicht so wichtig. Nur plus 150%, ne? Das ist nicht viel. Hier haben wir plus 220%. Ja gut, hier fehlt halt der Bereich und vor allen Dingen, hab ich so nicht drauf geschaut, ja, wir haben halt minus 40% Verkehrsbelastung, ne? Okay, das haben wir hier auch. Aber das lässt sich halt hier echt nicht vermeiden. Leider. Leute, es tut mir leid, ihr müsst leiden. Ja, wie gesagt, man könnte hier das noch umbauen. Aber ich würde das jetzt erstmal noch so weiterlaufen lassen und einfach erstmal nur die Fahrzeuge halt modernisieren, ne? So, Fahrzeuge verwalten, ja, sind auch schon 10 Jahre alt. Haben aber ja nicht so viel Passagiere drin, ne? Macht aber plus. So, dann nehmen wir gleich 1 und 2. Das sind dann halt auch die Trams, ne? Die kompletten Trams hier. Ah ja, keine Elektro. Ja, dass du mich ja das immer vergisst, ne? Das wäre übrigens schön, wenn man das automatisch machen könnte. Genau, das Spiel macht alles automatisch und der Spieler macht gar nichts mehr. Dann sind natürlich alle Probleme beseitigt und es funktioniert alles perfekt, ne? Muss ich da wirklich durch den Kreisverkehr? Ja, wir sind durch den Kreisverkehr hier durch. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich da doch gleich noch einen Streckenabschnitt dran. Ich würde aber nicht die Linie komplett neu vergeben, das hier gefällt mir eigentlich so ganz gut. Wie hier die beiden Städte durch diese Tramlinie verbunden sind. Oh, ich hoffe nur, ich kann das hier mit dem Kreisverkehr aufrechterhalten. So. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen die beiden... Ne, oder sind das hier auch Trams? Oder sind eh alles Trams? Ja, dann modernisieren wir das auf die neueste. Ach, ist ja eh schon. Ist ja eh schon. Okay, das Spiel hat nur rumgemerkt, dass es halt nicht funktioniert. Hä? Ich hatte die falsche Stadt ausgewählt. Kita, ja. Suchen wir einen Schuh draus. So, und das, okay, das sind Busse, die können wir nicht machen. So, 3,7 Millionen, das Geld haben wir. Dann haben wir hier die Buslinie, das ist ja hier diese Verbindung, die Direktverbindung. Macht die eigentlich Profit? Moment, ich modernisiere das schnell. Die macht gut Profit. Ist in Ordnung. So, ich hatte gesagt, dass ich das hier eventuell nochmal umändere. Ich belasse die Linie allerdings so, wie sie dort ist. Und ich werde hier einfach... was macht denn das Spiel hier? Das sieht komisch aus. Das möchte ich nicht. Wir machen das so, dass wir hier. Ich hätte jetzt ja einen Tunnelkuh gefunden, ne? Ja, aber wenn wir das mit Straße machen, das hat seine Vorteile. Da können dann nämlich rechts und links doch tatsächlich. Häuser entstehen, ne? Was ist der Deppert? So. Okay, dann können wir jetzt hier... Ja.
Dies sind immer so Sachen, warum macht das Spiel das? Gut, das Spiel geht halt stumpf nach Abstand, ne? Und sagt halt, ja, da muss ich jetzt wieder. Danke. Danke, danke. Da muss jetzt wieder was hin, ansonsten funktioniert das nicht. So, jetzt binden wir das hier hinten noch mit an. Die Frage ist jetzt nur, wie? So lang. Noch länger. Schon wieder schwierig. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Haltestelle. Hier eine Haltestelle. Ja, und dann planen wir hier einfach mal ein bisschen mehr Wachstum ein und machen hier noch mal eine Haltestelle. Hier wird jetzt natürlich kaum einer warten, ne? Dann platzieren wir das halt hier. So, auch hier jetzt zwei Linien. Ja, genau, Micha, genau. Also hier das mit der Straßenbahn, das sieht auch seltsam aus, ne? Aber lassen wir das. So, wir wollen natürlich dort unten lang. Ja, einmal auf der Seite lang, einmal auf der Seite lang, ne? Okay, das sind jetzt Linie 7 und 8 und da lassen wir einfach, ja, wenn wir da mal zwei Busse, mehr wird doch da nicht notwendig sein, oder? Machen wir erstmal hier zwei Busse, das sollte dann erstmal reichen. Je zwei Busse. Mm. Okay, dann können wir jetzt noch dahergehen, 12,6 Millionen. Und zwar hier noch schnell die Züge nach Kumamoto. Okay, der Zug ist gerade losgefahren. Da ist es nicht so viel. Aber von Kita in die andere Richtung, da haben wir ordentlich. Okay, dann würde ich sagen, dass wir ganz stumpf dahergehen. Und einfach wirklich beide Züge genauso ersetzen, wie wir das schon bei der anderen Strecke getan haben. Genauso mache ich das. Dann habe ich zwar von Kumamoto aus, also von hier rechts aus, keine volle Auslastung. Aber wir haben die Transportkapazität so gemacht, dass halt die Leute rauskommen aus den Städten, wie sie halt wollen, ne? So, 16,8 Millionen, die Kohle haben wir gerade nicht. Ah, ne, ist mir jetzt so zu blöd. Ja, die Zugmodernisierung, die kosten dann halt auch Geld, ne? Ne, nicht Linie verwalten, nicht Linie verwalten. So. Okay, 16,5 Millionen für. Ja, auf jeden Fall ist die Kapazität dann groß genug, ne? Also wie gesagt, wir haben hier dann zwar keine volle Auslastung des Zuges, aber hier warten halt echt viele Leute, ne? Also auf jeden Fall notwendig, meiner Meinung nach. Wieder fehlt einer. Da warten 268 Leute. Okay. Naja, auf jeden Fall wird es jetzt dann deutlich besser dort, ne? So, dann, wie gesagt, schauen wir uns nochmal ganz kurz hier unsere Schiffe an. Okay, wir sehen hier schon, wir bräuchten hier
79 von 85, ja. Aber macht Plus, ne? Macht Plus. Beide Schiffe schön im Plus. Aber wir brauchen im Prinzip, ihr seht das hier sehr schön, ne? Wir brauchen mehr Kapazität für die Passagiere. Sprich, da muss ich auch so ein bisschen ausbauen. Und zwar wahrscheinlich bei allen drei Stationen, denke ich mal. Bei allen drei Häfen. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Folge. Das mache ich dann halt erst, das soll ich euch dann Anfang der nächsten Folge. Und bis dahin, sage ich mal, werde ich den Rest meines Streckennetzes schon mal modernisieren. Also sprich, die Züge und Trams und sowas verbessern. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt allein für die Insel eine komplette Folge gebraucht. Und ich glaube, und damit habe ich ja hier Uita noch nicht mal gemacht, ne? Also wirklich für diese Städte hier jetzt eine komplette Folge gebraucht. Oh, schaut mal, wie viele Passagiere trotzdem warten, ne? Ja gut, mehr Fahrzeuge, schnellere Fahrzeuge, natürlich auch mehr Passagiere, ja, ist klar. Haha, das Spiel veräppelt mich. Ja gut, aber jetzt kommt da hoffentlich keine weitere Straße mehr. Okay, also wie gesagt, ich beende die Folge an der Stelle. Ich werde die Modernisierung fortsetzen, wie schon gesagt. Mache das dann aber ohne euch. Und in der nächsten Folge beginne ich dann damit, dass wir uns hier die Schiffsverbindung nochmal anschauen. Und dann denke ich mal, dass wir auch eine weitere Passagierstrecke nach hier oben schon wieder machen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da dann wiedersehen. Morgen geht es hier allerdings mit einem anderen Spiel weiter. Bleibt dabei, ich würde mich freuen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.